Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Kandidat für heute, das ist PC Unleashed. Herzlichen Glückwunsch und los geht's für dich. Und los geht das Ganze hier für PC Unleashed. Bin echt gespannt, wie du dich heute schlagen wirst. Ich bin sogar besonders gespannt auf das Wettschießen heute, weil da ist ja schon seit längerem der Wurm drin. Das wurde schon lange nicht mehr erfolgreich absolviert und ich hoffe wirklich, dass es einer der beiden Kandidaten heute mal wieder schaffen wird. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie du hier durchkommst. Bis jetzt hast du noch kein Leben verloren. Hattest schon ganz leichten Kontakt zu einem Pachy, aber die haben ja, glaube ich, eher Angst, als dass sie angriffslustig sind. Deswegen ist das meistens nicht ganz so schlimm, das Gehege. Der läuft auch gerade vor dir weg. Das ist, glaube ich, ziemlich nice. Wobei er könnte natürlich gleich dann noch im Weg stehen, ne? Weil hier sind noch einige Pachys vor dir. Der läuft vorbei, das ist nice. Jetzt hast du noch 5 Stück, die im Weg stehen könnten. Fährst jetzt aber super durch in der Mitte. Und bekommst hier gar keinen Schaden und auch eine super Zeit. Sehr gut. Erster Punkt für dich. Und jetzt geht's zum besagten Wettschießen. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Ich hoffe wirklich, dass PC Unleashed es hier schaffen wird. Der erste Schuss fliegt und der sieht super aus. Das ist ein guter Treffer. Genau in die Mitte des Körpers. Also viel besser geht gar nicht. Der sitzt richtig, richtig gut, der Pfeil. Ja, das Wettschießen ist ja momentan mit so einem kleinen Fluch belegt. Deswegen drücke ich den Kandidaten hier umso mehr die Daumen, damit dieser Fluch endlich gebrochen wird. Schuss 2 fliegt und der geht ganz leicht vorbei. Sehr, sehr ärgerlich. Ah. Und jetzt kommt direkt Schuss 3. Der fliegt und der muss jetzt treffen. Der ist niedrig. Oh mein Gott, war der knapp. Gerade so. Hinten. Da, an dem kleinen Stachel. An dem großen Zeh oder sowas. Kleiner Zeh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall da hinten. Also ein ganz, ganz knapper Treffer. Aber damit ist endlich der Fluch gebrochen. Der Wurm ist raus. Endlich hat es ein Kandidat mal wieder geschafft. Der sollte jetzt hier eigentlich zusammensacken. Komm schon, enttäusch uns nicht. Da macht er den Spagat. Perfekt. Und damit ist diese Challenge endlich mal wieder erfolgreich bestanden. Da bin ich jetzt echt erleichtert. Dann können wir
den grünen Weg endlich mal wieder öffnen. Und dann geht's weiter hier für PC Unleashed. Und er muss jetzt nicht durch die Triceratops Stampede. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Er hat ja auch noch 100% Leben. Also ich glaube, das könnte ja einer der Kandidaten sein mit dem meisten Leben an dieser Stelle. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, ob schon mal ein Kandidat mit 100% zum zweiten Punkt geschafft hat. Aber vielleicht wird er uns ja hier endlich mehr von der Strecke zeigen. Das werden jetzt die nächsten Gehege sicherlich zeigen, ob er das schafft. Fährt jetzt hier gegen das Tor, hat aber keinen Schaden bekommen. Jetzt geht's in das Herrera-Saurus-Gehege, das sieht so aus. Kann auch sehr gefährlich werden. Sind schon einige Kandidaten ausgeschieden vor ihm. Aber momentan sehe ich hier noch keinen Herrera. Hier springt er sehr gut rum. Dreht sich jetzt. Kommt hier voll vorne auf der Motorhaube auf. Bekommt aber nur 2 Schaden. Also alles noch im grünen Bereich. Kostet natürlich wertvolle Zeit, wenn man sich hier so dreht. Aber ich glaube, auf die Zeit kommt es hier momentan noch gar nicht an. Wenn man es hier schaffen sollte, mehr als 3 Punkte zu sammeln, dann ist man hier auf jeden Fall vorne, egal mit welcher Zeit. Die Herreras fauchen ihn hier auf jeden Fall an. Aber haben ihn jetzt nur ganz leicht angeditscht. Er macht das super. Ein paar Herreras hat er noch vor sich. Also hier sind noch einige. Kann noch alles passieren. Fährt jetzt hier um den Berg herum. Und hat jetzt hier schon den nächsten fauchenden, fiesen Herrera vor sich. Der jetzt den Weg komplett dicht macht. Oh, oh. Und von hinten wird er angegriffen. Oh, das ist nicht gut. Oh, das hat ordentlich Schaden gemacht. 36% Leben nur noch. Sehr, sehr bitter. Das war ganz schön gemein. Ich hoffe, er schafft es jetzt hier. Das wäre richtig, richtig ärgerlich, wenn er jetzt hier beim letzten Herrera ausscheidet. Nee, er fährt super dran vorbei. Und jetzt sollte ihn hier eigentlich nichts mehr stoppen. Jetzt geht's nämlich zur nächsten Challenge. 3 Punkte hat er jetzt hier schon gesammelt. Event ausgelöst. Durchquere das nächste Gehege, ohne einen Dinosaurier zu berühren. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und die nächste Challenge, das ist nicht berühren. Und das Gehege ist frei. Oh mein Gott, hat er Glück. Schaut mal, die sind alle hier drin, in dem Bereich. Das habe ich noch nie gesehen. Er muss sich jetzt beeilen, bevor die da wieder rausrennen. Das könnte das erste Mal hier werden, dass es ein Kandidat schafft, ohne ein Edmonto zu berühren. Aber wir wollen es nicht jinxen, ne? Aber das ist richtig Glück, dass die gerade alle da hinten sind. Oh mein Gott, PC Unleashed. Drück aufs Gas. Nicht zu sehr überschlagen. 23% Leben nur noch. Oh Gott, das könnte endlich ein Kandidat sein, der uns mehr von der Strecke zeigt. Komm schon, gib Gas. Nur noch ein Sprung. Kein Edmonto, weit und breit. Kannst du diese Challenge schaffen? Und? Ja? Wenn er jetzt hier durch ist, hat er es geschafft. Und damit hat sich hier dann zum ersten Mal der grüne Weg geöffnet. Das heißt, wir werden jetzt mehr von der Strecke sehen. Und den vierten Punkt. Damit wird hier auf jeden Fall Platz 1 in der Tabelle sein. PC Unleashed. 4 Punkte hat er sicher. Und jetzt geht's hier zur nächsten Aufgabe, die wir noch nie gesehen haben. Event ausgelöst. 3 Leben wurden freigeschaltet. Falls der Kandidat hier ausscheidet, hat er 2 weitere Versuche, das Labyrinth zu schaffen. Endlich sehen wir hier mal mehr von der Strecke, nämlich dieses coole Labyrinth, was am Ende noch absolviert werden muss mit ganz vielen Dinosauriern, wie ihr hier seht. Das kann richtig, richtig schwierig werden. Allerdings hat natürlich PC Unleashed 3 Leben freigeschaltet. Das heißt, wenn er jetzt hier einmal zerstört werden sollte, startet er wieder hier und die Zeit wird wieder zurückgesetzt an den Zeitpunkt, wo er diese Linie überquert hat. Und er startet da wieder mit 21% Leben, also mit dem Leben, wo er diese Linie erreicht hat. Dort startet er dann wieder auch. Es kann gerne mal sein, dass ich hier auch einen Cut setze und ein bisschen was rausschneide, weil ihr seht ja, hier sind länger mal so Strecken, wo dann nichts passiert und das ist dann ja nicht so spannend. So, hier habe ich das einmal als Beispiel gemacht. Die Zeit läuft dann natürlich weiter. Also das dadurch wird jetzt nicht weniger Zeit berechnet, wenn ich einen Cut setze. Er ist jetzt aber am ersten Dinosaurier vorbei und begibt sich jetzt hier in das Abenteuer. Das könnte jetzt schwierig werden. Er hat hier super viel Speed drauf, macht das aber gut und verliert sein erstes Leben.
Also ich glaube, das wird hier richtig, richtig schwierig, weil hier sind so viele Dinosaurier. Und damit startet Versuch Nummer 2 hier. Bin jetzt echt gespannt, ob er es hier weiter schafft. Ist momentan noch relativ ähnlich. Als erstes kommt hier der Nasutoceratops. An dem fährt er gekonnt vorbei. Ein Gigant Spinosaurus hat er auch schon hinter sich gelassen. Hier ein Styracosaurus. Fährt jetzt dem Stegosaurus hier hinten auf. Ist jetzt an der Stelle, wo er vorhin ausgeschieden ist, glaube ich. Das könnte jetzt gefährlich werden. Und oh, ärgerlich. Er wurde von dem Schweif von einem Giganotosaurus erwischt. So, das ist jetzt hier Versuch Nummer 3. Also das letzte Leben. Ich drücke hier wirklich die Daumen. Es ist nicht mehr weit zur Ziellinie. Aber mit 4 Punkten bist du hier ja sowieso schon vorne. Also selbst wenn du es hier nicht schaffen solltest, brauchst du, glaube ich, hier nicht enttäuscht sein. Er ist jetzt aber wieder sehr, sehr gut durch. Oh, kriegst hier fast von dem Euprocephalus die Keule ab. Oh, hier ist ein verstorbener Iguanodon. Der liegt jetzt hier aber voll im Weg. Du musst jetzt rüberfahren über den Schweif. Daneben schreit ein Suko. Machst du jetzt hier aber super. Bist jetzt aber hier im Wasser. Und fährst gut durch. Nice, jetzt bist du auf jeden Fall schon mal weiter als vorhin. Vorne lauert aber schon der nächste gefährliche Dinosaurier, nämlich ein Tyrannosaurus. Und dem fährst du voll rein. So ein Mist. Und damit bist du leider ausgeschieden. Das war das dritte Leben. Aber ich glaube, du kannst trotzdem mega, mega zufrieden sein. Also da brauchst du dich, glaube ich, nicht ärgern. Du bist hier definitiv der Kandidat, der es bis jetzt am weitesten geschafft hat. Und wir schauen jetzt mal auf die Tabelle. Und damit geht's hier für PC Unleashed. Natürlich auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's mit dem nächsten Kandidaten. Und Kandidat Nummer 2 für heute, das ist Rina98. Herzlichen Glückwunsch und es geht jetzt auch los für dich. Und let's go für unsere zweite Kandidatin, nämlich Rina98. Mal schauen, ob sie es hier auch so weit schaffen wird. Würde ich mich definitiv freuen. So, es geht ins erste Gehege mit den Pachis. Oh, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier. Schon 6 Pachis hinter sich gelassen. Am 7. bleibt sie jetzt hängen. Das ist bitter. 20% verloren. Aber ist noch kein Weltuntergang. Vor ihr ist jetzt auch nur noch ein Pachi. Also es sieht hier ganz gut aus. Oh, den hat sie sogar nochmal nass gespritzt. Für die Likes. Und jetzt sammelt sie hier den ersten Punkt. Sehr schön. Und jetzt geht's zum Wettschießen, wo ja jetzt eigentlich nicht mehr der Wurm drin ist. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Und los geht's hier. Oh, sie zielt hier, glaube ich, sehr spät. Der müsste gleich schon kommen, der Cerato. Ja, die zielt mega spät. Oh, das ist nicht gut. Meistens ein schlechtes Zeichen, aber wir warten erstmal ab. Ah, der ist leicht rüber. Sehr, sehr ärgerlich. Also der erste Schuss ist leider damit schon mal kein Treffer. Schuss Nummer 2 muss jetzt hier sitzen. Diesmal zielt sie auch ein bisschen früher schon. Oh, der ist sehr niedrig. Und der ist in der Lampe hängen geblieben oder sowas. Der hätte, glaube ich, getroffen, aber der ist auf jeden Fall verschwunden. Das heißt, der ist hier leider hängen geblieben. So ist leider das Spiel, jetzt können wir nicht ändern. Und ich glaube, Schuss 3 kommt jetzt schon. Das ist jetzt auch nur noch der Ehrenschuss. Also, die Challenge ist leider jetzt eh schon nicht bestanden. So, jetzt aber. Kommt er gleich raus. Da fliegt er. Und kann sie den Ehrentreffer hier machen? Nein, auch dieser geht leicht vorbei. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ah, schade, schade. Damit öffnet sich leider hier nur der rote Weg. Und ihr wisst, was das heißt. Das wird wieder sehr, sehr gefährlich. Fährt sie jetzt hier los? Hallo? Ja, ich wollte schon sagen, das gibt's hier gar nicht. So, genau. Jetzt geht's natürlich wieder zu der Triceratops Stampede. Die kennt ihr ja mittlerweile in- und auswendig.
aber die kann man schaffen, also man fliegt da nicht immer raus. Ist zwar sehr gefährlich, aber mal schauen. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Komm schon, Rina, du packst das. 80%, das ist machbar. Noch ist kein Triceratops hier zu sehen. Oh, da kommen die ersten. Oh, oh. Oh, oh. Es sind ganz schön viele, die hier kommen. Du machst das aber gut. Fährst hier schön innen vorbei. Und da wurdest du voll erwischt. Und damit bist du auch ausgeschieden. Na, so ein Mist. Das war natürlich jetzt kurzer Prozess. Frontaler Zusammenprall mit einem der hungrigen Triceratopser. Da sind 80% Leben dann ganz schnell weg. Aber wir schauen natürlich trotzdem auch bei dir auf die Tabelle. Mit dieser Leistung landet Rina98 auf Platz 12. Ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß. Und das waren wieder unsere zwei Kandidaten für heute. Falls ihr in der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Chat von der Premiere. Und falls euch das Format gefällt, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.